Glaub das Beste, ich lass den Typen da reden. Das Silent Hill 2 Remake ist jetzt auch den Walks zum Opfer gefallen. Bra effing wow, let's go. Ja, liebe Leute, ich hab's vor 4 Monaten hochgeladen. Und es haben ja ein paar Leute gesagt so, ah nee, und das ist doch gut und vorher nicht urteilen, bla bla bla. Aber was war denn so ein Theme? Mann, jetzt. Und was haben wir dazu gesagt? Liebe Leute, jetzt ist das Game draußen. Ich habe euch ja was versprochen. Und zwar, ich werde mir das Game für euch anschauen, dass du da draußen dir das Geld sparen kannst. Ja? So, wir haben aber jetzt nicht nur das, sondern wir haben ein paar mehr News und die findest du in diesem Video. Damit ein wunderschön, ihr Lieben, der Daniel mal wieder am Start. Schön, dass du eingeschaltet hast heute zu einer weiteren Folge über die Woods. Ja, liebe Freunde, liebe Freunde, liebe Freunde. An der Stelle würde es mich natürlich wie immer nach oben hauen, wenn du da draußen eine Bewertung fürs Video dalassen würdest, denn diese Videos werden unterdrückt. Ja, ich habe jetzt gerade gesehen, dass das alte Video vor 4 Monaten auf einmal zur erneuten Überprüfung eingereicht werden muss von YouTube. Ganz komisch, wenn gerade die Reviews reinflattern und alles, aber okay. Wir wollen ja mal nicht so sein und geben YouTube den Benefit of the Doubt, ja? Deswegen unbedingt eine Bewertung da lassen, kommentieren, was hältst du von dem Ganzen und natürlich, wenn du noch nicht hast, abonnieren und das Glöckchen aktivieren. Dann bekommst du ja mit, wenn wir live gehen oder ein neues Video rausfetzen. Yes, alle Disclaimer wurden wurden gar nicht disclaimed, alle Plugs wurden gepluggt. Ja, dann nochmal vorweg, meine lieben Disclaimer, die mache ich ja in den letzten Videos. Ich sag's immer wieder, ich stehe hier wirklich für Gleichberechtigung, mir ist vollkommen egal, wo du herkommst, was du knattern willst, von was du geknattern werden willst, was du für ein Geschlecht hast, ist mir völlig YOLO. Alles, was ich sag, ist einfach nur meine Meinung und wenn es dir nicht passt, adios. Ja, 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 das Game kam raus, es hat absolut keine guten Spielzahlen und wir werden uns jetzt mal die aktuellen Spielerzahlen auf Steam anschauen. So, wir haben aktuell gerade 9.839 Spieler und insgesamt einen Peak von 23.676. 95% der Reviews are positive. Ja, das sind 8.684 und 398 sind negativ. Wir haben gerade fast 10.000 Leute in-game. Wir können jetzt mal ein paar Zahlen vergleichen, Leute, ja. Ich sag's nochmal so, mir ist wichtig, ja, also ich bin hier komplett unbiased. Absolut Scherz. Also, wir haben gerade jetzt 10.000 Spieler drin, ja. Jetzt vergleichen wir das mal mit Resident Evil 4. Haben wir insgesamt 168.000 Leute online, die es gespielt haben. Jetzt aktuell gerade knappe 3.000, ja. So, und in der Woche 5.000. Damals 23.000, 9.000, ja. Und dann können wir uns mal Resident Evil 2 raussuchen. Das sind wir bei 74.000 insgesamt, aktuell gerade 1.000. Und dann Resident Evil Village, also 7, glaube ich, war das, haben wir 106.000, 809 Leute insgesamt noch drin. Wir können uns natürlich die Bewertung anschauen, 94%, 95%, 96% und 92%. Will ich jetzt damit sagen, dass das Spiel abgrundtief schlecht ist? Absolut nicht, ja. Wir werden das Ganze Let's Playen, das heißt wahrscheinlich heute schon, ich hoffe, dass ich das Video heute rausbringen kann, am 9.10. wirst du schon mal ein Video zu Silent Hill finden, beziehungsweise Folge 1. Allerdings werde ich natürlich Sachen beleuchten, die beleuchtet werden müssen, ja, weil Bloober Team, die haben nicht so den besten Track Record, was Horror Games angeht, ja, deswegen waren viele Leute zu Recht skeptisch, weil ich sag mal, ein Track Record ist nicht umsonst ein Track Record, so, ja, dein Resümee, so, da kannst du sehen, was hast du gut und schlecht gemacht und Bloober Team war ja, naja, nicht so gut. Auf jeden Fall geht's ja immer noch um das Aussehen unserer lieben Kate. Und ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, dass Konami einen Post rausgehauen hat, nämlich "See how the Bloober Team devs working on Silent Hill 2 preserved authenticity while adapting a horror classic for modern." Oh, Jesus. Hashtag Silent Hill. Und da dachten wir uns alle so, bruh. Was ist denn da schon wieder los? Warum, warum, warum? Ja, und dann hat man auch gesehen, dass die Kate einfach so ein kleines Moppel jetzt ist, ja. So, ich habe dann Kommentare gelesen wie, die wurde als Kind von ihrem Dad. Was hat das damit zu tun, dass die ihren Charakter in der Neuauflage dicker und nicht so hübsch machen wie in der Originalen? Was soll denn das? Hör doch auf, sowas zu sagen, Alter. Also, sorry, aber was soll denn die Scheiße? Also, wer mit solchen Vergleichen kommt, hau ab, Alter. Wirklich. Ja,
Also, was ist denn das für ein Guilt-Trapping-Versuch? Wie schlecht. Ja, und solche Kommentare werden auch instant gelöscht. Auf jeden Fall, ne, sag ich mal, bloß weil der Charakter, ja, nicht die Schauspielerin oder sonst, der Charakter dahinter, eine schwere Kindheit hatte, muss man den in der Neuauflage dicker und hässlicher machen? Ich verstehe den psychologischen Grund dahinter, wenn du sagst, hey, der Charakter, der hat wirklich was Schlimmes in der Kindheit erlebt, später wird er drogensüchtig, isst mehr, dicker, whatever. Ist psychologisch so möglich. Aber, wir reden hier von einem Remake, ja, von einem Spiel, was schon etwas vorgegeben hat. Das heißt, eigentlich sollte da nichts Neues rein, ja, außer man macht was Cooles, Neues rein, ich betone nochmal cool neu, ja, so eventuell sogar für die Leute, wo sagen, hey, die wollen das Original mit einer optionalen Option, dass du wirklich sagen kannst, hey, das ist neu drin, wie jetzt bei Slender zum Beispiel, ja, und du kannst spielen, wenn du willst, wenn du es aber original haben willst, dann lässt du das einfach aus, so ein kleines Zusatzgoodie, ja, und das soll nichts geändert sein, außer eben, dass es aktuell, sag ich mal, mit der Grafik passt und halt auch auf einer neuen Engine super läuft, ja, und zum Beispiel Controller-Layout-Änderung etc. pp., ihr wisst, was ich meine, und nicht das Aussehen eines Charakters stark verändern. Wir haben das gleiche Problem zum Beispiel jetzt bei Frank West. Mir persönlich, ich finde es jetzt nicht ganz so schlimm, das mit Frank West, aber trotz alledem schon komisch, dass sie den weißen Hauptcharakter-Dude ein bisschen abgefuckter gemacht haben. Genauso wie sie zum Beispiel eben die echt hübsche Lady auch ein bisschen abgefuckter gemacht haben. So. Und das ist nicht okay. Das ist einfach nicht okay und ich möchte auf was raus. Denn warum machen solche Dev-Teams das? Ich will gar nicht sagen, dass Bloober-Team so ein Wutz-Team ist, ja? Das sind vielleicht Schnielwutz, aber keine Wutz, ja? So, das Ding ist, dann gibt's ja einmal diesen Dude hier. Ich habe den auch gleich mal rausgesucht, der Jacob Geller. Überraschung! Ich habe beim Remake von Silent Hill 2 beratend mitgewirkt. Die Zusammenarbeit mit dem Team hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Aus diesem Grund werde ich nicht öffentlich über das Spiel sprechen. Viel Spaß beim Ausprobieren ihrer eigenen Sichtweise. Finde ich schon ein bisschen sus. Ja? Savvy ist ein absoluter Savage, Mann. Wie geil. So, das übersetzen wir auch nochmal. Schreibt einer drunter wahrscheinlich. Ah, Bloober Team, Creative Designer. Ah ja. Also ich würde Layers of Fear nicht auf mein Resume schreiben, weil das Game ist schon wirklich echt awkward. Deutsch. Bitte einmal umsetzen. Vielen Dank für die Unterstützung während der Production. Die Meinungen aller Berater gaben uns damals das nötige Vertrauen, als wir ganz allein in unserer stillen Entwicklerhöhle waren. Lachsmiley. Die Möglichkeit, schon frühe Phasen unserer Arbeit zu teilen und ehrliche Meinungen zu bekommen, war sehr wichtig für die geistige Gesundheit des Teams. Haha, alles Gute. Madame Savage, Savvy, warum hatten Sie das Gefühl, dass es Ihnen an Selbstvertrauen mangelte und wie sind Sie auf diese Person gestoßen und haben Sie eingestellt? Absolut. Das Ding ist, wenn du ein Remake machst, darauf will ich immer wieder raus, wenn du ein Remake machst, wieso zur veräfften Hölle, ja, so, wieso musst du dann jemanden konsultieren, der wie SBI ist, wie unser gutes altes Sweet Baby? Oder beziehungsweise die DAI und die WUTZ-Sachen verteidigt. Oder sogar noch, sag ich mal, gut redet. Und dann, pass auf, ich find's cool, weil ich hab ein bisschen durchgestalkt auf Twitter, weil ich mir dachte, ja, vielleicht finden wir da was. Dann bin ich aber wieder zurück auf SmashJT. Wie gesagt, immer SmashJT. Sein Video, auch wenn wir jetzt das hier nicht anschauen, unbedingt anschauen, ist in der Beschreibung, ja, seine Artikelseite. Ich liebe SmashJT.com, ja, ich lese mir da jeden Tag Sachen durch. Ich kann es euch nur empfehlen, ja? So einfach mit der Chrome Extension auf Deutsch übersetzen, wer nicht so gut in Englisch ist, ganz easy going. Was ist denn jetzt los? So, und dann gehen wir mal runter, ja? So, das Ding ist, dass er natürlich solche Beratungsunternehmen unterstützt. Ist ja klar, weil er Teil davon ist. So, wäre ja irgendwie strange, wenn nicht. Wir haben einen Post von 2019, ja? Da hat einer geschrieben, I'm curious, what's the dumbest idea you have that you nevertheless believe will, if implemented, make the world a better place. 2019 antwortet Geller auf einen Beitrag des Compulsion Games Autors Björn Stefan, der nach der dümmsten Idee fragte, die die Welt noch verbessern würde. Ja, Geller antwortete unverblümt, no gamers. Also, ne, ich meine, kann natürlich jetzt einfach ein
schwarzer Humor-Joke sein. Aber da wir ja genau wissen, wie diese Leute drauf sind, wissen wir, dass das nicht ernst, also dass das von uns nicht ernst zu nehmen sein. Also wir sollten das niemals ernst nehmen, so eine Scheiße. Aber wir wissen, dass die das ernst meinen. Überleg doch mal, wie bescheuert du sein musst, dass du in der Videospielbranche arbeitest. Egal, ob du jetzt so ein Consultant Read Art bist, ja, so, ne? Scheißegal. Und dann imagine, dass du sagst, dass deine Target Audience weg muss, dann wäre die Welt besser. Und du, Aff, bist arbeitslos dann. What? So, das musst du dir mal geben. Diese Ablehnung der Community hat unter anderem Fans von Silent Hill verärgert. Aber dabei bleibt's nicht, denn natürlich wissen sie bereits, Leute wie Jacob sind Musterindividuen. Embarrassing, they even have to do this, even by gamer standards. The culture war of this game is brain dead. Nee, es ist absolut nicht Mr. Rivera, ja. So, es ist absolut berechtigt und wenn sich die Japaner selber darüber aufregen, warum hast du das, also wieso denken diese Leute, dass sie das Recht haben, es den Japanern abzusprechen? Ich habe das in meinem Video schon dazu gesagt von Assassin's Creed damals. Dass keiner von uns, auch nicht ich, das Recht hat, denen dieses nicht leid, aber halt eben diesen Ärger abzusprechen. Du musst dir mal vorstellen, du bringst ein Assassin's Creed endlich in Japan raus. So lange wird schon gewünscht. Und dann spielst du einen Schwarzen, wo man bis heute nicht weiß, gab es denn wirklich was, ein Slave oder sonst was, wo der Typ, der seine Geschichte geschrieben hat, der mit Netflix, der hat diese Wikipedia-Einträge gemacht, falls ihr es noch nicht gewusst habt, ja. Das musst du dir geben. Während Rap-Musik läuft, tötet ein schwarzer Samurai lauter Japaner. Und der andere Hauptcharakter ist eine Lady. So, lol. Ich meine, ich liebe meine Ladies. Ich würde sogar ein Game nur mit Ladies spielen. Da habe ich kein Problem. Wenn die hübsch sind, wenn die zur Story passen, wenn die badass sind, gerne. Nehme ich immer lieber. Ja? Because no homo. Ja? So, ich nehme immer lieber eine geile Lady als einen Typ. Aber in diesem Fall ist da nichts braindead von uns als Gamern dran, sondern nur braindead von Leuten wie dem, ja, oder den Entwicklern, die das wirklich durchgezogen haben. Und dann schreibt unser Geller, yeah, this sucks, give those lunatics way more fuel for their fire. Ja, das ist scheiße, gib den Verrückten noch mehr Benzin fürs Feuer. Was? Gellers Verachtung für Gamer scheint grenzenlos. Wenn man sich seinen Twitter-Account ansieht, um seine Ansichten zur Gamer-Community zu lesen, merkt man sofort, dass er Gamer, die für gute Spiele kämpfen, ständig hasst und sie mit Schimpfwörtern wie oben Verrückte beschimpft. Oder so tut, als gäbe es hinter den Kulissen keine organisierte Mafia von Aktivisten, die vorgeben, ethische Grundsätze zu haben, obwohl am Ende des Tages einige von ihnen kompromittiert wurden. I still occasionally have people tell me that game critics are paid by publishers for good reviews, and it's just like, do you know Was will er damit sagen? Weißt du, wie groß das wäre für so eine Story, wenn das rauskommen würde? No one has spilled the beans? Bro, Junge, es wurden genug Beispiele genannt, wo das... Also, okay, ich zeige euch was. Moment, ganz kurz. Mir kommt sofort ein Beispiel. Drivergate. Ein Skandal, bei dem Atari populären Zeitschriften, inklusive einer deutschen, ja, Geld für frühe Rezensionen zu Driver 3 zahlte und die Herausgeber Beschwerden und schlechte Rezensionen vertuschten, indem sie Gorilla-Kommentatoren anheuerten, anschließend praktisch alle digitalen Spuren des Skandals löschten. Und ich kann mich da noch dran erinnern, ich war einer derjenigen, der dadurch getäuscht wurde. Allerdings muss ich sagen, ich fand Driver 3 geil, ich finde es bis heute noch geil, es hat bis heute Charme und ich hätte mir gewünscht, dass Atari Reflections die Zeit gegeben hätte, das Spiel zu Ende zu bringen, ja, weil das war einfach nicht fertig, ja. Und ich bin trotzdem ein riesen Driver-Fan, ja. So. Aber dennoch, das passiert, ist passiert und wird auch weiterhin passieren. Das ist nichts Neues. Das ist keine Theorie. Das ist eine aktive Verschwörung, die schon sehr lange geht. Natürlich nicht jeden Publisher betrifft, aber sehr viele. Ja. So. Und dann sowas zu behaupten, alter Junge. Sorry, aber wie delusional musst du sein? Und dann, also entweder das heißt, er ist dumm, zurückgeblieben, oder Teil des Problems. Du da draußen suchst aus was. Die Wurzeln dieser Theorie reichen über ein Jahrzehnt zurück. 2013 meinte er, vielleicht gäbe es mehr weibliche Gamer, wenn männliche Gamer sich nicht so unglaublich unsympathisch verhalten würden. Und fügte damit eine weitere kontroverse Sichtweise hinzu. Maybe there'd be more gamer girls if gay gamers
didn't act so incredibly unlikable. Ja, natürlich liegt's daran, dass die Ladies nicht zocken, weil Gamer ja ultra gay sind. Oder wahrscheinlich, weil sie nicht ultra, weil sie keine Gamer sind, sondern Gamer. Ne? Und es hat bestimmt nichts damit zu tun, dass halt einfach die durchschnittliche Lady nicht so viel Interesse am Zocken und sowas hat. Hat nichts damit zu tun. Nee, glaube ich nicht. Nee. Hat bestimmt nichts damit zu tun. Weil, wenn jetzt zum Beispiel eine Lady Elden Ring spielt, dann macht sie das nicht wegen den toxischen Gamern, ja? Sondern wegen den toxischen Gamern. Also sorry, aber wie bescheuert, ne? So, es ist ein Singleplayer-Game, du kommst ja gar nicht in Berührung mit anderen Gamern. So, was soll denn das? Du musst ja nicht mal in der Gaming-Welt der Nerds unterwegs sein, dass du Gamer bist, so Alter. Du spielst einfach für dich alles easy, ja? So, what the F? Ich glaube, es gibt keine Lady, die jetzt kein Multiplayer-Game spielt, wegen den Männern, die da sind, ja? So, das ist eine Lady, die würde sowieso nicht spielen. Es gibt natürlich immer irgendeine Ausnahme, wenn eine wirklich massiv beleidigt, bedrängt oder sonst was würde und dann keinen Bock mehr drauf hat. Klar gibt's das. Würde ich gar nicht sagen, dass es nicht so ist. Aber im Durchschnitt ist das absolut bescheuert, weil wenn eine Lady zocken will, dann zockt die Lady. Ja, also. Seine Bemerkungen geraten aus dem Ruder, als er auf eine Diskussion über die Rekrutierung rechtsextremer Kräfte durch Gaming übergeht, die ebenfalls in diese Erzählung einfließt und versucht, die heutigen angeblichen Alt-Right-Bewegungen mit der Gamergate-Kontroverse zu verknüpfen. Und das ausgerechnet als Antwort auf Kotaku. Angesichts einer solchen Erfolgsbilanz ist es keine Überraschung, dass seine Beteiligung am Silent Hill Remake diejenigen beunruhigt hat, die das Gefühl haben, dass die Entwicklung des Spiels durch ideologische Agenda beeinträchtigt wurde, anstatt dem Geist des Originals treu zu bleiben. Und genau darum geht's. Pass auf, ich habe gerade ein Video, ja, da habt ihr heute vielleicht schon oder gestern die Shorts gesehen, ja, mit dem Vocalizer, mit der einen Lady da, so. Das volle Video wird natürlich wie immer von YouTube überprüft, deswegen dauert es noch, bis rauskommt, wahrscheinlich auch wie dieses hier. Aber da ist der gleiche Kernpunkt, die gleiche Kernaussage habe ich dahinter. Wenn du die Ehre hast, dass du ein originales Werk, was geliebt wird, neu auflegst oder übersetzt, dann hab nicht die Dreistigkeit, das wegen deiner Agenda zu ändern. Was fällt dir überhaupt ein, wer du bist? Du bist ein Nichts und du verlierst deinen Job und solltest eine Vertragsstrafe zahlen, wenn du so etwas machst. Ja? So, hab Respekt vor dem Originalwerk oder verpiss dich und lass das Originalwerk Leute machen oder übersetzen, die wirklich Leidenschaft dahinter haben und Respekt dem Originalwerk zeigen. Zu viel verlangt? Ja? Dann verpiss dich. NPR is very worried this game is going to turn kids into... Natürlich, na klar, safe. Was? Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass es sich bei den Mitarbeitern dieser Medien um die rassistischsten, engstirnigsten und hasserfülltesten Geschöpfe auf diesem Planeten handelt, die ihre Persönlichkeit auf alle anderen projizieren, um abzulenken. Absolut, absolut. Und wie gesagt, dass Konami das hier wieder gelöscht hat, nachdem das Game jetzt rauskam und die Leute sich trotzdem noch weiter aufgeregt haben, spricht für sich. Und jetzt kann jeder von euch selber urteilen, was diese Statistiken zeigen. Ich habe es euch bewusst ins Video gepackt, weil ich weiß nicht, ob die anderen das machen. Ja? Aber ich mache das. Aber ich mache einen kleinen Unterschied. Ja? So, ich habe euch ein bisschen erklärt, was ist. Ihr müsst jetzt selber ein bisschen nachdenken und überlegen, was sagt euch diese Statistik, wenn wir alle anderen Infos haben. Kleine Hausaufgabe. Ja? In den nächsten zwei Videos zu Silent Hill 2 wird es einmal eben das Let's Play geben für euch zum Zeigen. Und dann gibt es einmal hier ein Watch von diesem Video von Dr. Disaster. Dieser Kanal ist ultra lustig. Ich habe mir gedacht, ey, was der da macht, das habe ich mir selber, also in seinem Intro, was er da tut, habe ich mir schon lange vorgestellt. Und ich sehe das so und dachte mir so, yes, sowas Ähnliches will ich auch machen. Und er sagt einfach auch, wie es ist. Er macht auch das mit dem Modern Audience. Zwar nicht so abgefuckt, wie ich das mache, aber er hat da auch so seinen Stil dahinter und ich finde es richtig geil, ja. Und da dieses Video sonst zu lang wird, werden wir uns diese zwei Videos für das nächste aufbewahren, ja. Das heißt, es kommt so viel Content, es wird auch noch ein Video über Ghost of Yoda geben und so weiter. Also wir haben so viel Content in nächster Zeit. Ich weiß gar nicht, wie wir das schaffen sollen. Und jetzt kommt dann auch noch Black Ops 6 raus, wo wir 24 Stunden live sind. Holy moly. Aber gut. Liebe Leute, an der Stelle würde es mich wie immer mega nach oben hauen,
wenn er eine Bewertung fürs Video da lassen würde, wenn du nicht hast. Und unbedingt schreib in die Kommentare, was hältst du von der ganzen Situation, ja? Was sagst du zu dem Chart, wo ich euch gezeigt habe, in Bezug auf das, was die Leute eigentlich sagen, etc.? Lass uns doch mal ein bisschen Anteil haben. Und wenn du jemand bist, der sagt, Alter, das Game ist voll geil, das ist den Hate nicht wert, mega sick, freut mich, schreib das auch in die Kommentare. Möchte ich dir, wie gesagt, nicht absprechen, sollte dir auch niemand anders absprechen. Ja? Wir sind hier wirklich eine Community und wir respektieren auch Meinungen, die nicht die unseren sind. Ja, so, ist völlig legit. Bloß wichtig, solche Aussagen wie das, was ich am Anfang des Videos schon mal gesagt habe mit, oh, der Charakter wurde bla bla bla. Sowas brauchst du nicht, komm. Sowas wird instant gelöscht, weil so einen geistigen Dümpfe, das brauchen wir hier nicht, Alter. Ja, also, liebe Freunde, an der Stelle natürlich noch abonnieren und das Glöckchen aktivieren, wenn du es nicht gemacht hast. Denn dann bekommst du immer mit, wenn wir live gehen oder ein neues Video rausfetzen. Ihr habt hier den Linktree, der ist in jeder Beschreibung drin. Ja, in jeder Beschreibung ist ein Linktree. Da findet ihr überall Content. Ja, da gibt es auch ein bisschen mehr Uncut-Content. Allerdings aktuell, ich sag mal, wegen, sag ich mal, bloß weil ich ein Wort mehr oder weniger sage, mache ich nicht extra ein Uncut-Video da für euch, ja, weil ihr habt es ja schon gesehen, ja. Dennoch aber wird auf der Plattform einiges an Uncut-Content kommen, der so auf YouTube leider nicht zulässig ist wegen YouTube TOS. Ich bin niemand, der irgendwie hinter einer Paywall was lockt, also das Video, das ist dann natürlich auch kostenlos zur Verfügung, ja. So, nicht falsch verstehen. Da haben wir unsere Backup-Channel, unbedingt da auch mal ein Abo dalassen, falls irgendwas ist, wisst ihr immer genau, wo was kommt. Podcast-Channel haben wir auch, da kommt noch Content, wir haben auch schon aufgenommen. Allerdings hat es sich alles ein bisschen hinter verschoben, weil wir haben echt keinen Scheiß geplant. Und auf TikTok und Instagram kommt auch jeden Tag ein Short und teilweise auch andere Sachen als auf YouTube. Das heißt, Content ist genug da, Linktree auschecken. Und damit, liebe Freunde, wünsche ich noch eine wunderschöne Nachttag, was sonst bei euch ist. Haut rein, bleibt anständig und wir rollen das Outro.